So, heute zeige ich euch mal meinen Gottlieb Jack in the Box. Nach langer Zeit endlich funktionsfähig und auch auf eigenen Beinen. Diese wurden schwarz lackiert, da sie vorher total verrostet und vergammelt waren. Sehen inzwischen richtig wieder gut aus. Das Gehäuse ist ein anderes. Es kommt von einem Fast Draw. Das Originalgehäuse leicht beschädigt bzw. ein voller Totalschaden war. Ich habe nur noch mit kleineren Problemen zu kämpfen. Wie man es eventuell hört, ein leichtes Brummen von der Holzspule. Das wird aber noch Abhilfe schaffen, denn da fehlt nur eine Feder. Und noch ein paar Beleuchtungsprobleme, was aber auch auf Korrosion in den BA9 Sockeln hinweist. Da bin ich zurzeit noch dran und jetzt zeige ich euch einfach mal, er spielt. Das war's von meinem Jack in the Box. Die Punkte, naja, okay, geht besser. Aber er geht. Das ist die Hauptsache und das ist der Fall. Ich danke.